akzeptierst du einfach gar nicht meine Art. Nee, das tue ich ja nicht. So. Okay, kommt das in die Outtakes nachher? Das kommt ins Video. Oh Gott. Los geht's. Los geht's. Herzlich willkommen bei unserer Fittorial Challenge. Es ist schon der 11. Tag mittlerweile. Und heute wollen wir darüber sprechen, warum es ganz wichtig ist, auch mal ein bisschen zu variieren. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man die Intensität variieren kann, aber man kann natürlich auch die Übung variieren. Das heißt nicht, dass man was komplett anderes machen muss, aber man kann das, was man schon hat, so ein bisschen ausbauen und abändern, einfach damit der Muskel so einen neuen Reiz bekommt. Ja, der Körper ist sehr, sehr gut darin, ja, sagen wir mal, effizient zu arbeiten, wenn er merkt, der Junge macht alle paar Tage seine 30 Klimmzüge oder 30 Liegestütz, dann sagt er, okay, das optimieren wir, damit wir keinen Muskelkater bekommen. Der Körper will das nicht, der will schlau sein. Ja? Wir müssen den Körper jetzt überlisten, bringen eine kleine Variation rein und dann merkt er, Moment, von der Seite habe ich den Muskel ja noch gar nicht bearbeitet und schon können wir wieder den Reiz steigern, wir können die Intensität steigern und das Ergebnis am Ende natürlich. Normalerweise machen wir ja unser Fittorial 5 Workout mit unseren 5 bekannten Übungen. Jetzt wollen wir die Classic-Variante quasi. Den Klassiker und heute wollen wir den mal verändern. Bevor wir jetzt damit anfangen, also wir machen gleich ein Workout, zieht euch schon mal um, macht euch schon mal mental bereit. Du hast ein paar Variationen mitgebracht. Dann sag mal, was wir heute anders machen. Das ist jetzt nur, damit ihr es kurz seht. So eine Art Techniktraining, damit ihr einfach mal wisst, was auf euch zukommt und ihr nicht gleich die ganze Zeit so gucken, was macht's jetzt, sondern ihr habt es dann schon einmal gesehen und dann könnt ihr es besser abrufen. Okay, also die erste Übung, die wir immer machen, Squats, genau, ganz normale Kniebeuge. Was machen wir heute anders? Gut, ich zeig's mal im Profil. Wir machen heute auch einen Squat, aber jedes Mal, wenn wir hier oben sind, lösen wir einmal die Fersen. Also wir bauen einfach ein Wadenheben mit ein. Ja, dann hast du zusätzlich die Waden, wie es das Wort schon sagt, mit dabei. Und du spürst es aber auch, wenn du dich hochpushst auf die Zehenspitzen, durchaus hier vorne im Quadrizeps in der Oberschenkelvorderseite. Eine ganz kleine Variation, aber reicht schon aus, um einfach die Beine noch mal ein bisschen anders anzusprechen. Genau. So, unsere zweite Übung ist ja meine Lieblingsübung. Die Liegestütz, genau. Ja, ganz normal Liegestütz, das hier. Was machen wir denn jetzt anders? Also, wir machen einen Liegestütz und dann, ich komme mal so ein bisschen rüber, damit man mich auch wirklich sieht. Es gibt nämlich zwei Varianten, auch hier Beginner oder Advanced. Du machst einen Liegestütz und dann gehen wir in eine Side Plank. Du rollst also quasi zur Seite auf, machst wieder einen Liegestütz und drehst dich zur anderen Seite auf. Das kannst du auf den Knien machen, beides. Du kannst aber natürlich auch hier arbeiten und dich dann so aufrollen. Dann hast du noch eine schöne Stabilitätsübung mit drin. Ich guck mal, ob ich das Trizeps kann. Trizeps muss ja ein bisschen arbeiten, Schulter muss ein bisschen arbeiten. Also genau, probier mal aus. So. Und dann roll dich, wenn du kannst, komplett. Kannst du auf den Fußkanten rollen, das wäre super. Ja, genau das. Ah, okay. Dass du richtig schön auf die Fußkanten kommst, weil dann kannst du dich komplett zur Seite öffnen. Jawohl. Okay, ich will mich nicht verausgaben. Ne? Ja, eben, das Antesten reicht erstmal. Und das kannst du gleich auch in deinem eigenen Tempo machen. Ja? Es geht nicht darum, irgendjemandem hinterher zu hetzen. Wir gucken auch mal, was unser Tempo heute ist. Ist ja auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Also deswegen ganz entspannt in deinem Tempo. Dritte Übung ist ja normalerweise Rücken, unser Schwimmer. Der Swimmer, der hier. Genau. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute bis zur Halbzeit quasi den, wir nennen das in dem Programm, was ich unterrichte, den Leguan. Fingerspitzen aufstellen, Po fest, Länge bis in die Zehenspitzen und dann hebst du einfach nur deinen Oberkörper. Aber wichtig wahrscheinlich, dass man das nicht nur aus den Händen, also gar nicht aus den Händen. Ja. Die Hände sind so ein bisschen. Das sah gerade so aus, deswegen. Ach so, okay. Also die Hände sind so ein bisschen zur Unterstützung da, wenn du wirklich noch blutiger Anfänger bist und dann wirst du ein bisschen die Unterstützung durch deine Fingerspitzen brauchen. Wenn du schon lange dabei bist und Rückenübungen so liebst wie der Sini, dann lässt du natürlich die Fingerspitzen schweben. Weil soll ja hier rauskommen. Ja, ganz genau, aus dem oberen Rücken. So, das ist aber nur die halbe Übung? Das ist die halbe. Und wenn wir dann unser Kommando Halftime hören, danach Stirn ablegen und dann machen wir Beinheben. Okay. Auch hier wieder super wichtig, spann den Po an und mach das ruhig total langsam und kontrolliert.
Ja? Und die Stirn entspannt ablegen, damit der Nacken auch entspannt ist. Okay. Und dann hast du wirklich mehr hier die untere Partie. Aber die Po-Spannung schützt dann wieder deinen unteren Rücken. So, vierte Übung normalerweise bei Fitorial 5. Plank. Die gute Plank. Genau, wir machen auch die Plank. Mhm. Also, du bist hier und wir lassen jetzt einfach die Füße wandern. Raus, raus, rein, rein. Ja, und das machen wir die ganze Zeit, solange es geht. Wichtig ist, dass du dein Becken super still hältst. Dafür brauchst du Po-Spannung und Bauchspannung. Deswegen arbeite auch hier wieder gerne langsam und kontrolliert. Und du kannst das Ganze natürlich auch auf den Knien machen. Dann tapp einfach nur die Füße im Wechsel zur Seite raus. Alles klar, ja? Habe ich verstanden. Das wäre die Option. Wenn gar nichts mehr geht, einfach auf den Knien halten. So, normalerweise letzte Übung wäre ja hier Crunches, entweder genau. So oder so. Und heute? Heute habe ich mir überlegt, ein bisschen anders. Wir machen einen Triple Pulse, also wir pulsieren dreimal und dann öffnen wir. Dreimal pulsieren, öffnen. Hier bestimmst du die Intensität auch darüber, wie tief du mit den Beinen gehst, wie tief du mit den Armen gehst. Wichtig ist, Bauch super fest, damit der untere Rücken wirklich Kontakt zur Matte hat die ganze Zeit. Also wenn du merkst, du gehst ins Hohlkreuz, dann geh gar nicht so tief. Ja? Es ist auch okay, einfach hier zu sein. Und das Ganze geht natürlich auch mit den Füßen am Boden. Und dann löst du einfach dafür. Und auch hier, wenn du merkst, dieser Shootout funktioniert nicht mehr, dann bleibst du einfach beim Pulsieren, lösen. Pulsieren, lösen. Alles klar, das waren jetzt ganz viele Informationen. Wir fangen, würde ich sagen, einfach mal an. Gucken, wie es sich anfühlt. Ja, ihr macht auf jeden Fall mit und wenn es gar nicht mehr geht, könnt ihr natürlich immer in die leichteren Optionen wechseln. Und das, was ihr eh schon kennt. Okay. Ja. Get ready for Fitorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Merkt man schon direkt, dass auch so ein bisschen eine Gleichgewichtsübung ist, oder? Ganz bisschen. Ganz bisschen. Gleichgewicht, das ist mein Ding. Ich habe so einen kleinen Frosch neben mir. Gleichgewicht ist so mein Ding. Und wenn du hochkommst, auch gerne mal den Po noch mal richtig schön anspannen am höchsten Punkt. Ich hab das Gefühl, das wird eine Übung sein, die mir beim Basketball hilft. Ja, es hat irgendwie, ne? Genau. Das stellt er schon direkt wieder die Verbindung her. Schon macht mir die Übung mehr Spaß. Also ich finde sie ätzend, aber sie wird mir helfen. Ha, schon wieder kein Gleichgewicht. So, Push-Ups mit seitlicher, was auch immer, wie man das nennt. Side Plank? Side Plank. Genau. Also du machst einen Push-Up und dann rollst du dich zur Seite auf. Denk auch hier immer schön an die Spannung in der Körpermitte. Und jedes Mal, wenn du aufrollst, drück dich ruhig aktiv aus der unteren Hand vom Boden weg. Und heb deine Hüfte schön an. So, der Leguan. Der Leguan. Fingerspitzen ganz sanft am Boden. Und dann löst du deine Brust. Der Blick geht wieder entspannt vor dich auf die Matte oder den Boden. Denk an den langen Nacken. Denk auch hier an den festen Po. Spür mal deinen Fußrücken die ganze Zeit fest am Boden. Und denk auch an die Länge bis in die Zehenspitzen. Oh, Halbzeit. Halbzeit. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Auch hier Länge, Spannung im Po, immer den unteren Rücken schützen. Oh, das geht gut in den unteren Rücken. Ja, man spürt die Arbeit dort. Jawohl. Jetzt die Wanderplanke. Die Wanderplanke.
Und dann lässt du die Füße einfach im Wechsel nach außen und nach innen laufen. Auch hier in deinem Tempo. Fester Bauch, fester Po. Unterarme schieben aktiv in die Matte. Das ist schon gut, wenn man kurz mal auf einem Bein steht. Ja. Das ist schon ordentlich. Und falls du merkst, es wird gerade ein bisschen viel, komm in diese Variante. Auch hier über Bauch- und Po-Spannung dafür sorgen, dass das Becken quasi unbeweglich bleibt. Und schon sind wir im Endspurt. Boah. Bauchübung. So, dreimal pulsieren. Dreimal pulsieren, Shootout. Alles klar. Wir gehen. 3, 2, 1 und öffnen. Nochmal dran denken, was ich gesagt habe. Bauch super feste einsaugen. Vor allen Dingen, wenn du hier öffnest, damit der untere Rücken immer Kontakt zum Boden hat. Hier schiebst du schön die Rippen Richtung Hüfte. Guck, ich muss schon ein anderes Tempo jetzt machen als du. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Atme ein und hier gerne ausatmen. Es hilft. Und schon haben wir es. Oh. Quasi gleiche Sache wie immer, aber doch ein bisschen anders. Jetzt neuer warm. Reiz für den Muskel, sehr gut. Neuer Reiz für den Muskel und auch für den Kopf einfach was Neues. Ja, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann, hallo Flugzeug. morgen kein Workout, morgen quatschen wir nochmal. Wir quatschen nochmal, ja. Und dann die nächsten Tage geht's weiter. Und dann könnt ihr euch drauf gefasst machen. So langsam werden wir nochmal das Schräubchen ein bisschen nachziehen. Also, bis bald. Bis bald.